Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Heutzutage sehen wir leider, dass viele Muslime den Islam nicht so praktizieren, wie sie ihn praktizieren sollten. Und zu den abscheulichsten Erscheinungsformen dieser Art gehört es, dass manche Muslime an Glücksbringer glauben, beziehungsweise Glücksbringer an ihre Tür hängen oder um den Hals hängen oder was auch immer. Und das gehört zu den gefährlichen Sünden im Islam. Denn der Prophet ﷺ hat gesagt, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Wer einen Glücksbringer anhängt, der hat Schirk begangen. Und dieser Schirk geht von kleinem Schirk, der eine große Sünde ist, aber nicht für Ewigkeit in die Hölle führt, der nicht alle Taten vernichtet, bis zum großen Schirk, der alle Taten vernichtet, einen aus der Religion ausschließen lässt und in die Hölle befördert, für alle Ewigkeit, wenn man in diesem Zustand stirbt. Kleiner Schirk, wenn jemand diesen Glücksbringer hat und denkt, dass Allah ihm durch diesen Glücksbringer einen Nutzen bringt. Großer Schirk, wenn er bedenkt, dass dieser Glücksbringer eine Art Kraft hätte. Zum Beispiel jemand hat einen aus Stein, aus Kerbera und denkt, oh, dieser Stein, der wird mir eine besondere Kraft geben. Oder jemand hängt ein blaues Auge auf und denkt, dieses blaue Auge wird ihn vor dem bösen Blick schützen. Wenn er denkt, dieses blaue Auge schützt ihn vor dem Blick, ist das große Schirk. Wenn er denkt, dieses blaue Auge, ja, durch dieses blaue Auge macht er Allah etwas wohlgefällig, wodurch Allah ihn vor dem bösen Blick schützt, dann ist es kleiner Schirk. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, ich hänge das blaue Auge doch nicht auf, weil ich daran glaube. Ich hänge das blaue Auge doch auf, weil ich das schön finde. Erstmal, der Prophet ﷺ hat gesagt, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Wer einen Glücksbringer anbringt, der hat Schirk begangen. Der hat nicht gesagt, man i'taqada fi tamimatan. Wer daran glaubt, an einen Glücksbringer. Die zweite Sache ist, wie kann man etwas, was zum Ungehorsam aufruft, schön finden? Würde ein Muslim auf die Idee kommen, ein Bild vom Papst aufzuhängen, von einem Menschen, der in die Hölle ruft, würde einer auf die Idee kommen, ein Bild vom Papst aufzuhängen? Würde ein Muslim auf die Idee kommen, ein Kreuz aufzuhängen und sagen, ja, ich finde das Kreuz schön? Also wie kann man dann ein Auge schön finden, wodurch Menschen in die Irre gegangen sind? Deswegen sage ich jedem, hänge dein Auge ab und fürchte Allah. Denn du bist ein Muslim. Du bist ein Muslim und die Menschen nehmen dich zum Vorbild. Bei dir in deinen Laden, in dein Geschäft, in deine Bäckerei oder was auch immer, kommen Jugendliche. Die kennen dich als Haji, die kennen dich als dieser oder jener und die sehen, dass bei dir in deinem Laden ein blaues Auge hängt. Dann sagen sie, aha, das kann ja nicht schlecht sein, dieser oder jener hat das auch. So habe ich am Anfang des Islams gedacht, weil ich gesehen habe, dass so viele Leute das praktizieren, dass das blaue Auge vom Islam wäre und dass das irgendwas Positives wäre. Und als ich dann in Marokko war, habe ich mir direkt, wo ich eine Woche Muslim war, ein blaues Auge gekauft, weil ich gedacht habe, das hätte irgendwas mit Islam zu tun. A'udhu billah. Das war natürlich in meinem Fall Unwissenheit, weil ich bin gerade zum Islam gekommen. Aber trotz alledem, das sind schlechte Sachen. Dann der nächste Punkt ist, das Anbringen von Koranversen. Man sagt natürlich, mit den Eigenschaften von Allah kann man keinen Schirk begehen. Aber trotz alledem ist das eine Handlung, die beispielsweise nach Ibn Mas'ud nicht erlaubt ist. Das heißt, Koranverse anzuhängen. Denn der Prophet hat Koranverse gelesen. Der hat Koranverse rezitiert zum Schutz. Und er hat nicht gesagt, schreibe dir was auf den Zettel und trage das dann als Glücksbringer. Und es gibt oft Scharlatane, zu denen man geht, die sagen, ja, ich schreibe dir etwas vom Koran. Und dann denkt man, dieser Mann ist irgendein Heiliger, der irgendwas schreibt. Und der schreibt dann satanische Dinge darauf. Womit der Satan, womit die Dschinn angezogen werden. Weil er ein Sahir ist, ein Zauberer. Deswegen, alle diese Sachen sind gegen den Islam. Und sind keine Methode vom Propheten a.s. Und deswegen soll man davon Abstand nehmen. Sowohl als Dekoration, als auch, dass man glaubt, dadurch hilft ein Allah. Ja, als auch Koranverse etc. oder die Hand von Fatima. Ja, oder auch, wenn man denkt,
diese Sache würde einem selber helfen, das bringt einem sowieso aus der Religion raus. Deswegen möge Allah uns recht leiten. Und ich sage an euch, liebe Geschwister im Islam, diesen kleinen Vortrag, zeig den allen Muslimen, die ihr kennt. Wenn ihr jemanden seht, der das praktiziert, nimm von mir aus den Laptop mit, geh zu ihm in seinen Dönerladen und zeig ihm diesen Vortrag. Unser Ziel muss es sein, diese ganzen blauen Augen rauszuschmeißen. Natürlich dürfen wir nicht in den Laden reingehen und nehmen das blaue Auge, das ist sein Besitz. Ja? Aber wir müssen die Leute aufrufen. Und unsere Pflicht ist nur, die Botschaft zu überbringen. Geh dorthin und sage zu ihm, schau mal, lieber Bruder, das, was du tust, ist falsch. Diese Sache sollst du nicht machen. Dann argumentierst du auf diese Art und Weise. Wenn er sagt, ja, nur Dekoration, dann sagst du, ja, guck mal, du bist ein Hadji, du bist ein dieses, ein jenes. Hier kommen kleine Kinder und die denken vielleicht, das wäre gut. Wir kennen Leute, die haben dadurch gedacht, das wäre etwas vom Islam. Hänge doch etwas anderes auf. Und dann natürlich auch den Menschen klar machen, dass auch das Aufhängen von Koranversen etc. nicht von der Sunna ist. Und zumindest und schon gar nicht, wenn man denkt, dass dadurch Glück bringt, sondern Ayatul Kursi hilft, wenn man Ayatul Kursi liest. Denn die Einnahme der Medizin ist auch wichtig. Wenn ich zum Beispiel eine Spritze habe, aber ich nehme die Spritze oral ein oder durch die Nase ein, das wird mir vielleicht nicht helfen. Ja, wenn ich ein Zäpfchen habe, ja, und ich nehme das Zäpfchen in den Mund ein, dann wird mir das Zäpfchen nicht helfen. Das heißt, die Einnahme ist wichtig. Die Einnahme ist wichtig. Ja, die Spritze muss gespritzt werden in die Vene. Die kann ich nicht trinken. Das wird sie mir wahrscheinlich nicht helfen. Das Zäpfchen kann man nicht oral einnehmen. Sonst wird es mir nicht helfen. So, und der Koran hilft dir erstens, indem du ihn praktizierst. Und zweitens, indem du ihn zum Schutz und Rukia so benutzt, wie der Prophet a.s.w. uns gezeigt hat. Wie zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, dass man hier so... so reinspuckt und sagt dreimal erstmal kul hu Allahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Ja, also natürlich die ganze Sura geht über den Körper, wo man hin kann, so wie der Prophet alaihissalatu wassalam es gezeigt hat. Wie Aisha radiallahu anha berichtet. Das ist wie gesagt der Tipp, den ich euch gebe, damit wir diese unislamische Erscheinungsform abschaffen und diese Religion von allen Erneuerungen von jeder Bid'a reinigen, denn jede Bid'a ist eine Dalala, eine Irreführung und jede Dalala ist ein Weg ins Höllenfeuer. Und ich kann nur sagen, dass die Bid'a auch eine Sache ist, die diese Umma daran hindert, den Status zu bekommen, den sie eigentlich haben soll, nämlich Number One zu sein. Möge Allah uns helfen, diese Religion zu praktizieren. Möge uns dabei helfen, die Glücksbringer in ganz Deutschland aus den Imbissen zu entfernen und aus den Häusern. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa